sitzen. Unser diesjähriger Kurzurlaub hat uns mal in den Centerpark Port Seelande bei Audorp verwiesen. Wir schauen uns einfach mal den Park an und werden mal ein paar Impressionen sammeln und darüber berichten. Viel Spaß beim Video. Für die sportlich Aktiven gibt es ja auch ein Beachvolleyball-Set. Hier kann man Pool spielen. Da vorne ist die Adventure Factory. Die Spielhalle für Kiddies. Ein kleiner Streichelzoo ist auch da. Dort ist der Marketplace. Und wie gesagt, hier geht es dann auch Richtung Schwimmbad. Gehen wir doch einfach mal rein und schauen uns hier ein bisschen um. Genau, Open Sesame. Kann man sich anmelden, beziehungsweise wir hatten schon die Anmeldung am Eingang gehabt. Geschickt gemacht, dass es keinen Stau gibt. Eingang und Ausgang. Das ist aber im Kreislauf. Gucken, ob mir aufgemacht wird. Tatsächlich, da wird mir aufgemacht. So, dann kommen wir mal rein in die gute Stube. Was haben wir denn hier? Kleines Gäste-WC. Ja, bestimmt hat das Licht. Mit Licht. Sehr schön. Und Bild. Sehr schön. Ja, weiter. Oh, ins Badezimmer. Licht an. Eine Regendusche. Whirlpool-Wanne. Und schön warm. Oh, die Heizung ist an. Durchgefroren vom Fahrradfahren. Okay. Heizung funktioniert. Das ist gut. So, gehen wir einfach mal weiter. Wo geht's jetzt lang? Nein, nein, im Wohnzimmer. Ja, Küche erstmal, Küche. Küche haben wir hier. Und gehen jetzt über ins Wohnzimmer. Mit Kamin. Unsere Außenterrasse mit Grill, das ist auch schön. So, und dann gehe ich mal direkt nach oben weiter ins Schlafzimmer. Ups, steile Treppe nach oben. Für den Fall der Fälle steht hier noch ein Kinderbett rum, das man aufbauen kann. Und hier kommen wir ins Schlafzimmer mit Balkon, Ausblick ins Grüne. Großes Doppelbett, der Schrank. Und sogar mal harte Matratzen. Also nicht so die butterweiche, die sonst in Holland üblich sind. Genau. Und welcher Luxus? Eine Wärmekabine. Die werden wir auch noch etwas nutzen. Morgen, so, die erste Nacht in unserer Wohnung, sag ich schon, in unserem Haus haben wir geschafft. Wir haben einen Brötchenservice dabei und jetzt schauen wir doch mal, ob die Brötchen da sind. Komm mal mit.
So, schauen wir mal. Also der Trolley, den müssen wir mal rausstellen. Und da ist eine Tüte mit Brötchen. Frühstück! Center Park, Port Seelander, war Outdoor, in Holland, in Seeland. Mein Gott, ganz viel Land. Wie zufrieden waren wir mit dem Park? Doch, waren sehr zufrieden. Ist schön hier. Es ist wirklich schön. Gut, es steht und fällt alles mit dem Wetter. Was man machen möchte, ob man ein bisschen Fahrrad fahren möchte oder einfach Tagesausflüge in die Orte drumherum. Aber zum Park selber. Es hat super geklappt hier. Wir haben den online gebucht, beziehungsweise versucht online zu buchen. Da konnten wir uns schon online registrieren. Das war dann wirklich super. Bei der Einfahrt waren direkt alle Unterlagen für uns fertig. Wir brauchten nicht erst zur Rezeption, sondern direkt an der Einfahrt wurde uns alles überreicht. Schlüssel, Karten für Schwimmbad, dann diese Aktivitätskarten hatten wir, Ermäßigung. Gut, wir haben ja, drei Gutscheine hätten wir gehabt, ne? Aber das ist eher für kleinere Kinder, sage ich jetzt mal. Sei es Minigolf oder Adventure Golf oder ja. Oder. Man kann ja auch die Fahrräder leihen. Wir haben jetzt unsere eigenen Räder dabei. Ja, auch hinter uns hier ist das Schwimmbad. Das habe ich gestern mal kurz ausprobiert. Ja, das ist eher was für Familien mit Kindern, auch kleinen Kindern. Oder die Jugendlichen, die sich halt die Zeit vertreiben möchten. So irgendwie ein Schwimmerbecken gibt es hier nicht. Dafür ein paar Wasserrutschen, Wellenbad. Ist halt ein Spaßbad. Ein Spaßbad, genau, für Schlechtwetter. Ja, kannst du auch bei gutem Wetter rein. Ist denn nicht auch ein Außenbereich beim Schwimmbecken? Ein kleiner Außenbereich ist auch da, ja. Wasser aber auch sehr warm, also auch für die Frierpinner was dabei. So. Dann sagen wir mal Tschüss. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mal einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Oder ansonsten bitte auch Kritik unten einfach in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Das war's von den Ruhrpott-Kindern unterwegs. Ciao. Ciao.